Sportlerinnen und Sportler haben alle ein gemeinsames Ziel. Die Nachwuchstalente des TuS Neukölln wollen alle die nächsten Stars am deutschen Triathlonhimmel werden und einmal in die Fußstapfen von Jan Frodeno, Laura Lindemann und Jonas Schaumburg treten. Was ich von Jan Frodeno mal in einer Doku von ihm gehört habe, was mich immer auch ab und zu mal motiviert, wenn ich so ein bisschen die Motivation verliere, was er gesagt hat, ist, das Wichtigste ist, ob Amateur oder Profi, das Wichtigste ist immer, nicht zu vergessen, dass man es macht, weil man es liebt. Beim TuS Neukölln, einem der größten und erfolgreichsten Triathlon-Vereine Berlins, geben sie wöchentlich alles und noch mehr, um sich ihren Traum zu erfüllen. Bei uns wird Fokus gelegt für die, die Leistung bringen wollen, dass wir verschiedene Intervalltraininge, viel Abwechslung haben und dass ganz im Vordergrund der Spaß steht bei den Kindern. Unter der Führung von Claudio Cuculli wurde in den letzten 4 Jahren am Aufbau der nächsten Generation von TuS-Triathleten gearbeitet. Aktuell trainieren rund 15 Mädchen und Jungen im Alter von 7 bis 16 Jahren bei den TuS-Kids. Aber auch erfahrene Sportlerinnen und Sportler sind Teil der Gruppe. Was mir hier am meisten Spaß macht, ist die Motivation vor allem, wenn man miteinander trainieren kann und auch der Zusammenhalt. Das merkt man eigentlich bei jeder Trainingseinheit. 4-mal in der Woche geht es für die Nachwuchstalente zum Training. Das bei Wind und Wetter. Sogar bei frostigen Temperaturen wird auf dem Vereinsgelände in der Lipschitzallee gelaufen. Das Schwimmtraining findet im anliegenden Lipschitzbad statt. Wenn man hat mal schlechtere Leute oder langsamere Leute sozusagen in der Gruppe, andere besser, aber jeder unterstützt sozusagen jeden gegenseitig. Bereits 2007 wurde der Verein vom Berliner Senat für die beste und erfolgreichste Jugendarbeit ausgezeichnet. Und dass man den großen Sprung schaffen kann, beweisen Emma Thiele und Lara Ungewickel. Seit 2018 starten die Athletinnen in der ersten Bundesliga und wurden 2019 in den Nachwuchskader aufgenommen. Claudio Cuculli will seine Schützlinge bestmöglich darauf vorbereiten. Und weil auch der Spaß dabei nicht zu kurz kommen soll, stehen auch gemeinsame Unternehmungen auf dem Plan. Manchmal machen wir auch eine Radtour, dann nehmen wir danach manchmal am Anfang der Saison oder am Ende der Saison Eis essen oder wenn es Zeugnisse gibt. Bis wir die Nachwuchsathletinnen und Athleten auf der ganz großen Bühne bewundern dürfen, wird es wohl noch ein wenig dauern. Nichtsdestotrotz gehören sie jetzt schon zu den besten Nachwuchstriathleten in der Hauptstadt. Mit dem TuS Neukölln im Rücken werden sie sich ihren Traum sicher erfüllen können. Bis dahin gibt es nur einen Weg, der heißt höher, schneller, weiter. Genauso wie Frodeno, Lindemann oder Schaumburg.